Abend. Schön. Da hat der Herr Roth natürlich recht. Also ich habe den Vorteil, man muss mich nicht ernst nehmen, gell? Die anderen mussten ja ernst genommen werden, gell? Obwohl der eine, den habe ich gerade noch im Fernsehen gesehen, als gefragt wurde, im Ausland haben sie jemanden gefragt, der hat beim Schröder die Ironie entdeckt. Also das muss ich verpasst haben. Also ich weiß nicht, wo er die, aber vielleicht höre ich schlecht, das kann schon sein. Sehr gut habe ich allerdings gefunden am Schluss, als der Schröder bei seinen letzten vier Punkten noch den Womanizer gegeben hat. Also nämlich die Stellung der Frau, auf die hat er noch gesondert hingewiesen. Das waren natürlich auch die Punkte, glaube ich. Und ganz wichtig war die Geschichte, wenn Sie sich erinnern, mit der Armut. Als er plötzlich seine Armut rausgeholt hat. Da habe ich mir gedacht, jetzt menschelt's. Und aber sofort der Stoiber auch seine Armut rausgeholt. Also da habe ich gedacht, jetzt, ich habe gar nicht gewusst, dass die zwei so arm. Also da ist leider nicht weitergegangen dann. Leider, nicht? Aber sonst habe ich den Herrn Stoiber wunderbar gefunden diesmal. Gell? War rund, also er läuft jetzt rhetorisch rund von der feinen Methodik her. Er fängt auch wieder ein bisschen an zu stottern. Also zu stammeln, er stottert, er stammelt. Stammeln tut er, ja? Dieses ich finde das eigentlich ganz angenehm. Da tut er immer leid. Und da mag ich ihn plötzlich. Da sage ich, schau hin, der weiß nicht, was er sagen soll. Gell? Der hat immer drei, vier Gedanken gleichzeitig im Kopf, gell? Die miteinander kämpfen. Und dann sagt er, ja, was sage ich jetzt? Sage ich jetzt den zuerst? Und dann denken die Leute, schau hin, er weiß nicht. Gell? Es ist tragisch. Der Mann soll kommunizieren. Der soll ja im Grunde genommen, ja, vom Reden lebt er. Ja? Und er kann es nicht. Naja, aber inzwischen, nein. Inzwischen ist es sehr gut, finde ich, klasse. Auch der Stoiber übrigens. Na, wie heißt er? Schröder. Manchmal verwechsel ich sich schon. Weil sie sich nämlich gegenseitig spiegeln, so wollte ich sagen. Weil beim Schröder ist mir aufgefallen, der stammelt auch ab und zu. Vor allem, wenn er schneller spricht, auf einmal fängt er an, dass er so eine kleine Auszeit während der Eloquenz nimmt, sozusagen. Dann macht er auf einmal, im Übrigen möchte ich, und das sind seine Stammler, ja. Das heißt, da denkt er auch, sage ich das Richtige, da kontrolliert er sich. So habe ich das empfunden. Also er hat auch so, er stammelt anders, er stammelt stumm, so muss man sagen. Ja? Und die Texte waren super, auch hier, also hier habe ich auch alle toll gefunden. Super Texte, ich frage mich, wer das geschrieben hat. Ne? Wirklich klasse, ausgefeilt, auch die Darstellung, diesmal auch Kompliment an beide, war sehr gut. Vor allen Dingen die Kameraeinstellung von der Seite hat mir gut gefallen, als beispielsweise der Stoiber gesprochen hat und dann der Schröder diesen grimmigen Hagenblick da so. Das hat mir gut gefallen, das war sehr schön. Und dann haben sie ein bisschen gezankt, war das nicht nett? Also man hat gedacht, ja, jetzt zanken sie ein bisschen, gell? Und dann war es schon wieder vorbei, leider. Leider. Ist auch schwer zu zanken, wenn man sich eigentlich einig ist, gell? Es ist schwer. Aber sie haben es doch probiert. Naja, und dann gibt es bestimmt wieder welche, die sagen, es war langweilig. Ja, aber das ist doch gut. Mensch, die Langeweile im Fernsehen, da gehört sie doch hin. Ich bin doch gar nicht, Leute, ich bin doch gar nicht interessiert an den Inhalten. Wen juckt denn das noch, Mensch? Da sagt doch jeder, ach, ihr legt mir doch am Arsch. Das fängen die schon wieder an. Renten, Gesundheit. Wer blickt da noch durch? Ein bisschen wenig Witz war in der Sendung, finde ich. Ich hätte gerne ein bisschen öfter gelacht. Zum Beispiel bei den Arbeitslosen. Da hätte sich ein Witz angeboten. Ja? Ich habe mir gedacht, ja, der Schröder hat vielleicht gute Witze drauf. Also, was die Arbeitslosen, als die Arbeitslosenzahlen rausgekommen sind, da hat er es einmal probiert. Da hat er diesen Gag gebracht, wo er gesagt hat, haben nicht viele gelacht, aber ich habe lachen müssen. Da hat er gesagt, dass die Zahlen also im Vergleich zum letzten Mal, also im August letzten Jahres, lagen sie höher als in diesem August, da waren sie niedriger, aber im Gesamtvergleich mit Bayern, da waren sie auf jeden Fall hoffen. Also da habe ich gedacht, Wahnsinn, du. Ich habe es nicht verstanden, aber ich glaube, es ist so, es war eine erwartungsgemäße Höherung der Arbeitslosenzahlen, lag im Verhältnis zum Vergleich niedriger. So muss es gewesen sein. Und den Vorschlag von der Frau Volk, den finde ich gut. Einfach während Duellen einfach den Ton wegdrehen und nur auf den emotionalen Datensatz achten, der übertrieben wird. Nicht übertrieben, sondern der gesendet wird. Das Emotionale, da ist man doch interessiert. Wenn einer im Bild spricht, da überlege ich immer, wie meint der das? Warum sagt er nicht das, was er meint? Warum? Vielleicht sagt er etwas, was er gar nicht sagen wollte. Das wär's. Aber meistens sagen sie nicht, was sie nicht sagen wollen. Ja, das ist doch langweilig. Ich würde es in Zukunft nur noch stumm senden. Also die dürfen reden, aber stumm. Und dann würde ich sie, wenn sie noch was sagen, beim Jauch erst einen Intelligenztest machen lassen. Ja. Und ganz wichtig, vor allen Dingen die Sache mit dem Problemlösungsverhalten. Ich glaube, da haben Sie beide Probleme. Und dann wieder Ton weg und dann würde ich Sie tanzen lassen. Zur Musik, ich würde die sagen, also Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Und dann würde ich erst einmal den Schröder
so ein paar Schritte machen lassen. Ich frage mich, wie sich der dann bewegt. Ob er mehr so schaufelt, verstehen Sie? So unter, ob er mit dem Becken mehr so. Ich weiß es nicht. Ja? Beim Stoiber, glaube ich, weiß ich es, wie er es macht. Gell? Wenn der singt, I can't get no satisfaction, dann wird es so ausschauen. So. Das ist, glaube ich, der Schritt. Jetzt muss ich aufhören. Ja, ich höre auf. Ich höre auf. Na, also, jetzt lege ich mich mal fest. Ich lege mich jetzt fest. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Wer mir heute am besten gefallen hat. Die Sabine Illner und die Maybrit Christiansen.